Kommunikationsbranche ist für mich ein spannendes Umfeld, weil sie Raum für unkonventionelle Ideen bietet. Das heißt, kluge Köpfe werden nicht verhindert, sondern man hat die Möglichkeit, sich strategisch und operativ vor den Köpfen der Branche zu beweisen. Auf die Frage, was die Kommunikationsprofis von morgen mitbringen müssen, sage ich, dass es wichtig ist, sich für Debatten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu interessieren und sich ein breites Netzwerk aufzubauen, sei es über Praktika, Fachtagungen oder Vereinsarbeit. Man ist bestenfalls ein Kommunikationsgeneralist, das heißt, man bringt ein breites Fachwissen, aber auch ein breites Allgemeinwissen mit und ist somit vielfältig einsetzbar. Seine Spezialisierung schafft man dann über Nischenthemen wie zum Beispiel Kommunikationscontrolling oder strategische Kommunikation.